bitte jetzt einen Mann, sich den Weg durch diese Menge zu bahnen, der ganz am Anfang dieser Demonstration stand und der dafür gesorgt hat, dass Landwirtinnen und Landwirte und Naturschützerinnen und Naturschützer und Konsumentinnen und Konsumenten zusammen auf die Straße gehen, zu sagen, wir wollen Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz zusammenbringen, weil es zusammengehört. Er ist der Gründer und heute Ehrenpräsident vom BUND, von Friend of the Earth Deutschland, Hubert Waiger. Ja, liebe Bäuerinnen und Bauern, liebe Engagierte im Bereich Natur, Umwelt, Klima, Verbraucherschutz. Als wir vor 10 Jahren die Idee hatten, es reicht nicht mehr, gemeinsame Positionspapiere zu verfassen, sich die Köpfe heiß zu reden, in geschlossenen Stuben über Agrarkonzepte, die eine Zukunft uns allen geben, sondern wir müssen auch den Weg in die Öffentlichkeit in einer neuen Qualität machen, nämlich gemeinsam auf die Straße, und zwar alle Betroffenen, und es sind die Bäuerinnen und Bauern genauso wie die Verbraucher, genauso wie die Natur- und Umweltschützer, denn sie sind die Opfer einer Entwicklung, wenn es uns nicht endlich gelingt, die Weichen anders zu stellen. Da hatten wir gedacht, wir schaffen vielleicht einige tausend Menschen. Es war auch am Anfang ein zäher Prozess. Und wenn man jetzt seit Jahren zum 10. Mal erlebt, dass es nicht weniger, sondern letztendlich immer mehr werden, und zwar vor allem auch immer jüngere Menschen werden, dann gibt das Mut und Hoffnung. Und deshalb danke euch allen. Und wir stehen heute an einem Punkt, wo, glaube ich, immer mehr Menschen begreifen, dass es tatsächlich zwingend notwendig ist, die Weichen der Politik anders zu stellen als bisher. Weg von einer Politik des Wachsens oder des Weichens. Weg von einer Politik der Spezialisierung, der Konzentration, der Degradation letztendlich bäuerlicher Produkte zu Rohstoffen. Der Degradation der Menschen, die in unserem Lande für unser tägliches Leben sorgen, zu billigen Rohstoffproduzenten international agierender Konzerne. Und da bleiben eben nicht nur die Bauernhöfe auf der Strecke, sondern genauso auch die Tier- und Pflanzenwelt, genauso wie sauberes Wasser, gesundes Klima und gesunde Böden. Und deshalb sind nicht wir in der Verantwortung als Verbraucherinnen und Verbraucher. Natürlich haben die auch wir mit unserer täglichen Einkaufsentscheidung. Aber verantwortlich ist die Politik, die geschworen hat, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden und die permanent dabei ist, diesen Schwur zu verbrechen. Denn die verantwortliche Politik hat sowohl auf nationaler wie auf europäischer Ebene die Grundlagen dafür gestellt, dass das, was die Gesellschaft will, nämlich eine Kreislauflandwirtschaft, eine Landwirtschaft, wo die Bauern dahinter stehen, was sie tun, eine Landwirtschaft, vor der man die Umwelt nicht schützen muss, sondern die die Vielfalt der Natur auch mitproduziert, dass diese Zug um Zug unmöglich geworden ist, weil sie andere Leitbilder propagiert hat. Und dieses Leitbild ist bis heute nicht geändert. Es ist das Leitbild der Spezialisierung, der Konzentration, letztendlich der Degradation dessen, was ich mache, zu billigem Rohstoff. Denn damit wird eben heute nicht mehr in der Landwirtschaft verdient, sondern an der Landwirtschaft. Und das muss sich ändern, wenn wir eine gemeinsame Perspektive haben. Ja.
Zeitraum, in dem unsere Vogelwelt genauso wie die Insektenwelt um fast 2/3 sich reduziert, vor allem in der offenen Agrarflur, haben auch die Bauernhöfe in Deutschland um 2/3 fast abgenommen. Und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Allein in der Europäischen Union sind in den letzten 10 Jahren 4 Millionen Arbeitsplätze in der Landwirtschaft verloren gegangen. 4 Millionen Menschen haben keine Zukunft mehr in der Landwirtschaft. Und wo bleibt hier der Aufschrei der Politik? Nirgends, denn sie hat das gewollt. Und deshalb dürfen wir uns nicht gegenseitig ausspielen lassen. Und das, was die Bundesagrarministerin gestern gesagt hat, es ist ein billiger, durchsichtiger Versuch, die Landwirte gegen die Verbraucher, Stadt gegen Land, alt gegen jung, Zukunft gegen Vergangenheit auszuspielen. Nein, wir haben erkannt, die Politik, sie muss endlich ihre Hausaufgaben machen. Und das heißt, sie muss die Leitbilder von gestern über Bord werfen. Wir brauchen neue Ziele, nämlich eine flächendeckende, nachhaltige Landwirtschaft in bäuerlicher Verfassung mit einem fairen Wettbewerb, mit einem fairen Handel, der auf allen Kontinenten den Menschen ein Überleben garantiert. Und deswegen nein zu Mercosur, nein zu dieser EU-Agrarpolitik, nein zu dieser nationalen Politik des Spaltens. Wir haben die Chance, das zu verändern. Wenn wir zusammenstehen und wenn wir vielleicht als zentrale Botschaft von Berlin mit nach Hause nehmen, wir brauchen Agrarbündnisse vor Ort. Wir müssen die Zusammenarbeit vor Ort auf den Weg bringen. Wir brauchen regionale Bündnisse, damit wir auf allen Ebenen den notwendigen politischen Druck erzeugen. Denn gegen uns stehen die Milliarden, die an dieser falschen Agrarpolitik bis heute verdient wird. Allerdings nicht in der Landwirtschaft, sondern an der Landwirtschaft. Und wenn wir das verändern wollen und die Chance haben in unserer Demokratie, dann brauchen wir neue, breite Bündnisse, flächendeckend, damit in der Tat die Politik das macht, was sie geschworen hat, neben Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Ich danke Ihnen.